Die Offshore-Windenergie ist als Bestandteil für das Gelingen der Energiewende unverzichtbar, schreibt das Land Mecklenburg-Vorpommern in einem Flyer zum Thema Offshore-Wind. Trotz ihrer großen Bedeutung sind Offshore-Windkraftanlagen umstritten. Naturschutzverbände gehen gerichtlich gegen den Ausbau der Windkraft an der deutschen Ostseeküste vor. Sie fürchten vor allem eine Gefahr für Zugvögel. Die Teilnehmer des 6. Offshore-Symposiums vom 25. bis 26. Februar bei Liebherr MCC Tech Rostock GmbH interessierte weniger die Kritik als vielmehr die Potenziale der unerschöpflichen Energiequelle Wind. Uns liegt viel daran, dass die Leute rausgehen und sagen, ich habe Informationen mitgenommen, ich habe irgendwas für mich, was ich wirklich auch praktisch umsetzen kann. Und deswegen ist das ja auch noch ein relativ überschaubarer Kreis mit rund 100 Teilnehmern, also relativ exklusiv will ich nicht sagen, aber doch irgendwo überschaubar. Und die Leute kommen eben aus genau diesem Grund, dass man weiß, man hat irgendwas in der Tasche, wenn man hier wieder nach Hause fährt. Vertreter der Windenergiebranche informierten sich auf dem Symposium über neueste Entwicklungen und innovative Arbeitstechniken. Anschließend diskutierten Vertreter aus Politik und Wirtschaft über die Energiewende. Hier wurde dann auch die Kritik der Bevölkerung und von Naturschutzorganisationen an Offshore-Windkraftanlagen thematisiert. Die Kritik aus der Bevölkerung habe ich bisher etwas weniger wahrgenommen. Aus dem Naturschutzbereich gibt es Diskussionen, die es seit Jahrzehnten eigentlich gibt, solange ich im Offshore-Bereich tätig bin. Also das sind jetzt dann eben 15 Jahre. Die Windenergieanlagen, die bisher gebaut worden sind, haben bisher keine nennenswerten ökologischen Schäden verursacht, soweit ich die Monitoring-Ergebnisse richtig gesehen habe. Im Gegenteil, da entwickelt sich eigentlich ein sehr schönes, diverses Leben, wie man das auch erwarten kann. Und dann gibt es noch ein offenes Thema, das betrifft den Vogelzug, der bisher eben noch nicht so erforscht worden ist, dass man Schäden tatsächlich ausschließen kann. Aktuell sorgt der geplante Bau des Windparks Gennaker vor der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst für Aufsehen. 103 Anlagen, jeweils 175 Meter hoch, mit einer Gesamtleistung von 865 Megawatt, sollen hier gebaut werden. Der Naturschutzbund Deutschland, NABU, hat Widerspruch gegen die Genehmigung des Windparks eingelegt. Weil wir der Meinung sind, dass die Beeinträchtigung von Natur und Umwelt nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt worden ist und dass fehlerhafte Unterlagen vorgelegt worden sind, nicht ausreichende Unterlagen. Und wir sind der Meinung, dass der Standort, der gewählt worden ist, der total falsche ist. Der NABU möchte in die Planung einbezogen werden. Naturschutzgebiete und Vogelflugrouten könnten so besser in die Planung eingehen. Tourismus und Darß-Gemeinden unterstützen die Klage der Naturschützer. Die Akteure der Branche müssen sich der Diskussion um die Risiken und Nebenwirkungen der Offshore-Windenergie stellen. Bei allen technologischen Fortschritten und der Dringlichkeit der Energiewende dürfen die natürlichen Ressourcen nicht gefährdet werden.